Video eingeschaltet, weil du mit dem Laufen beginnen möchtest? Super Entscheidung! Klar, wir sind hier bei Rannerswelt und Rannerswelt erklärt dir jetzt, wie das am besten geht. Aber wie gesagt, erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Entscheidung, dass du mit dem Laufen anfangen möchtest, denn es ist tatsächlich die effektivste Sportart, die es gibt. Warum? Naja, beim Fahrradfahren trägt dich das Fahrrad. Da kannst du mal, wenn es bergab geht, einfach gar nicht treten und kommst vom Fleck. Beim Schwimmen trägt dich das Wasser. Klar, da muss man sich bewegen, damit man nicht untergeht. Aber beim Laufen ist man wirklich mit jedem Schritt mit seinem eigenen Körpergewicht konfrontiert. Und man muss bei jedem Schritt das eigene Körpergewicht einmal in die Luft hieven und wieder auffangen. Das heißt, es ist ein wahnsinniger Aufwand für den Körper, einen Laufschritt überhaupt zu bewältigen. Und das dann auch noch über 20, 30, 40, 50 Minuten, das fordert unwahrscheinlich das Herz-Kreislauf-System. Und deshalb ist es eben auch so gesundheitsförderlich. Denn die Zivilisationskrankheiten Nummer 1 drehen sich rund ums Herz-Kreislauf-System. Weil wir uns falsch ernähren, weil wir Übergewicht haben, deshalb verkalken unsere Arterien, unser Herz wird schwach. Das heißt, diesen Motor, das Herz, das gilt es zu trainieren, zu stärken, um dann in der Folge alle anderen Krankheiten auszumerzen. Also, Herz-Kreislauf-System profitiert, die Lunge profitiert, die Lungenfunktion. Ich verbessere die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität, im Fachjargon ausgedrückt mit VO2 Max. Also, ich bin an vielen Fronten tätig und verbessere meinen Körper. Naja, und wie gesagt, man kämpft nicht nur an vielen Fronten, sondern man gewinnt auch ganz, ganz viel. Unter anderem ein optimales Kraft-Last-Verhältnis, wie ich ganz gerne sage. Also man kann abnehmen durch das Laufen. Da gibt es aber ein eigenes Video. Klick dich mal durch. Thema Abnehmen, ganz, ganz wichtig. Funktioniert vor allem, wenn man die Ernährung auch optimiert. Aber das Laufen ist die perfekte Unterstützung, um eben mehr Energie zu verbrennen. Denn darum geht es, wenn man Gewicht verlieren möchte. Du möchtest also mit dem Laufen anfangen und fragst dich, wie mache ich das am besten? Also, Fakt ist, jeder kann laufen. Jede kann laufen. Der Mensch ist zum Laufen geboren. Es war früher so, dass der Mensch sich 15 Kilometer im Schnitt pro Tag bewegt hat, auf seinen eigenen beiden Füßen. Heute bewegt sich der Mensch im Schnitt 800 Meter pro Tag, was viel zu wenig ist, denn unser gesamter Körper ist evolutionstechnisch noch immer so programmiert, wie zu den Zeiten, als wir uns 15 Kilometer am Tag bewegten. Das heißt, eigentlich sind wir sogar darauf angewiesen, dass wir uns bewegen. Nun haben wir das jahrelang nicht gemacht, das heißt, so manche degenerativen Prozesse sind in Gang gekommen, das heißt, die Knie tun vielleicht weh, weil schon eine leichte Arthrose im Anmarsch ist. Wie ich schon sagte, die Herzfunktion ist nicht mehr optimal, meine Arterien beginnen zu verkalken, ich habe eventuell Übergewicht. Also all das sind Dinge, die natürlich das Laufen einschränken, aber es ist nie zu spät, um damit anzufangen, diesen Prozess wieder rückgängig zu machen. Und nochmal, das kann jeder und jede. Und vor allem, man kann es immer und überall. Man kann auch nachts um 12 einmal um den Block laufen. Man kann im Winter bei Schneesturm draußen laufen. Man kann morgens laufen, man kann mittags laufen, man kann abends laufen, man kann auf Geschäftsreisen laufen, man kann im Urlaub laufen, man kann vor der Arbeit laufen, man kann immer und überall laufen. Und deshalb ist es eben auch so eine einfache Sache, wenn man jetzt Fahrrad fahren möchte oder schwimmen möchte oder Tennis spielen möchte, man braucht beim Tennisspielen einen Partner, man braucht ein Schwimmbad, wenn man schwimmen will, man muss sich ein tolles Fahrrad kaufen, wenn man radeln möchte. Nee, beim Laufen braucht man, und das ist ganz, ganz wichtig, nur Laufschuhe. Aber die braucht man. Nicht im Discounter kaufen und eventuell noch die falsche Größe, sondern da wirklich in ein Fachgeschäft gehen und sich beraten lassen und ruhig auch mal ein paar Euro ausgeben. Also ich sag mal, der darf bei 100 Euro anfangen, ein guter Laufschuh. Der muss nicht 250 Euro kosten, aber zwischen 100 und 150 Euro darf er schon kosten, denn das ist das A und O, dass man mit einem guten Laufschuh versorgt ist. Ansonsten, was das Equipment angeht, war es das eigentlich schon. Man kann theoretisch sogar mit einer Jeans laufen, aber die meisten haben auch andere Beinkleider im Schrank außer einer Jeans, die so ein bisschen mehr Beweglichkeit haben. Also es lohnt sich natürlich eine Jogginghose, im besten Fall dann vielleicht sogar eine Tight, also das sind diese engen Hosen. Kleidung ist nebensächlich, wichtig sind die Schuhe und ja, vielleicht auch die Socken. Also ich würde nicht mit selbstgestrickten Socken loslaufen, sondern tatsächlich dann Socken anziehen, die eine gute Passform haben und die eventuell sogar extra für Läufer hergestellt wurden. Was kein Muss ist, ist eine Uhr. Man kann natürlich ohne Uhr laufen, aber gerade wenn man anfängt mit dem Laufen und gerade wenn man sagt, ich möchte es jetzt so ein bisschen systematisch machen, dann macht es schon Sinn, eine Uhr anzuziehen,
um auch zu wissen, wie lange bin ich unterwegs. Ich nehme mir heute die und die Zeit vor, dann brauche ich eine Minuten- und Sekundenangabe, um einfach das dann auch strukturieren zu können. Was nicht unbedingt nötig ist, ist eine GPS-Uhr, also die dann mit einem GPS-Signal mir auch noch genau sagt, wie weit laufe ich, wie schnell laufe ich. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, sehr motivierend. Das ist sehr motivierend, wenn man sich da draußen gequält hat und geschnauft hat und geschwitzt hat und dann hinterher auf der Uhr oder gar in der App sieht, wow, guck mal, ich war 4 Kilometer unterwegs oder das ist meine Runde, die ich heute gemacht habe. Man kann es dann auch mit anderen teilen. Also das kann ein Motivationstool sein, aber das brauchst du ja gar nicht. Du hast ja hier eingeschaltet, weil du bist schon motiviert und willst loslegen. Und jetzt gebe ich dir mal ein paar Tipps an die Hand, wie du das ganz konkret machst. Denn der wichtigste Tipp ist, schreib dir einen Plan auf, damit das, der Schweinehund, der eventuell nach den ersten 2 Einheiten dann ums Eck kommt und sagt, nee, mit dem Laufen ist ganz schön anstrengend, damit der gar keine Stimme hat, sondern dass du sagen kannst, nein, ich habe mir hier notiert, ich möchte gerne 3-mal die Woche losziehen. 3-mal die Woche, das wäre jetzt hier so ein Beispiel. Du solltest dir dann insgesamt 8 Wochen Zeit geben, bis du überhaupt Fortschritte spürst. Ich weiß, es ist ein langer Zeitraum, aber was sind schon 8 Wochen gemessen an 52 Jahreswochen? Das heißt, stell dich darauf ein, dass es am Anfang zäh ist. Stell dich darauf ein, dass es erstmal noch nichts mit Endorphinen zu tun hat, noch nichts mit Glücksgefühlen zu tun hat, noch nichts mit dem großen Abnehmerfolg zu tun hat. Der Körper wird erstmal in so eine Schockstarre verfallen und eventuell wird er sogar mit Schmerzen reagieren, wenn wir uns noch nie bewegt haben. Du bist vielleicht 32 Jahre alt und machst morgen deinen ersten Laufschritt, dann kann sein, dass deine Knie sagen, was ist das? Das kennen wir nicht, tun weh. Und dann kann sein, dass deine Nachbarin sagt, ja, laufen geht ja auf die Knie, lass den Quatsch. Nee, die Knie müssen sich dann erstmal adaptieren. Die Knie müssen aufwachen, sag ich mal. Und sie werden sich adaptieren. Beispiel. Also, nimm dir 8 Wochen Zeit und schreib dir einen Plan. Du findest hier bei Runner's World auch ganz einfach Einsteigerpläne, die du dir runterladen kannst und an denen du dich orientieren kannst. Und jetzt ganz wichtig, gehen ist wichtig beim Laufeinstieg. Gehen ist keine Schande, sondern gehen ist deshalb so wichtig, um dich nicht zu überfordern. Es geht hier auch nicht um schnelles Laufen oder langsames Laufen, es geht einfach nur um den Unterschied zwischen ich gehe erstmal und dann verfalle ich mal für ein paar Minuten in einen Laufschritt. Und der Unterschied zwischen dem Laufschritt und dem Gehschritt ist, die Flugphase, sagte ich ja eingangs schon, das ist das, was das Laufen so effektiv macht, weil es eben sehr viel mehr Energie braucht, den Körper einmal in die Luft zu hieven und wieder aufzufangen. Es kann sein, dass du bei deinem Laufschritt gar nicht schneller vom Fleck kommst als bei deinem Gehschritt. Das macht nichts. Da geht es wirklich nur darum, dass du überhaupt diesen Aufwand betreibst, dich in eine Flugphase zu bringen. So. Und dann fängst du bei deinem Trainingsplan beispielsweise an mit 6 mal 2 Minuten, die du läufst und dazwischen machst du 90 Sekunden Trabpause. Bevor du aber die ersten 2 Minuten Laufabschnitt machst, würde ich erstmal gehen. Also du gehst vor die Haustür, gehst 5 Minuten und dann hast du, wie gesagt, eine Uhr und drückst am besten auf Start, um mal 2 Minuten zu traben, zu joggen, mit Flugphase dich fortzubewegen. Um dann wieder 90 Sekunden nur zu gehen. Allerdings, ganz wichtig, nicht zu langsam gehen. Also dann nicht so auf der Stelle und nur so schlendern, sondern ruhig ein zügiges Gehen, aber eben ohne Flugphase. Und halte dich an die 90 Sekunden. Der Schweinehund, der kommt auch ganz gerne und sagt, ich kann auch 3 Minuten gehen. Nee, nach 90 Sekunden ganz streng bitte wieder antraben. Und das Ganze 6-mal. 6-mal 2 Minuten. Sagen wir mal, das machst du montags. Dann würde ich unbedingt am Dienstag einen Ruhetag machen. Da braucht dein ganzes System einen Moment Zeit, um das zu verarbeiten, was da am Montag in Gang gesetzt wurde. Der Reiz, der da gesetzt wurde, der muss vom Körper erstmal umgebaut werden. Am Mittwoch machst du dann 4x3 Minuten Dauerlauf. 3 Minuten sind sehr viel länger als 2 Minuten, nämlich eine ganze Minute mehr, aber eben davon nur 4 Stück. Und auch hier wieder mit 90 Sekunden Trabpause. Donnerstag Ruhetag, gerne auch Freitag Ruhetag. Und am Wochenende, am besten am Samstag, machst du nochmal, so wie am Montag, 6x2 Minuten mit 90 Sekunden Trabpause. Das ist die Woche 1. In der Woche 2 steigerst du das Ganze dann. Also 6x3 Minuten, 2 Tage später 4x5 Minuten, am Wochenende wieder 6x3 Minuten. Wieder die Woche drauf, steigerst du nochmal, machst 6x4 Minuten, 2 Tage später 4x6 Minuten, am Wochenende wieder 6x4 Minuten.
Und dann, wichtig, hast du 3 Wochen gesteigert und durchgehalten, super, musst du eine Regenerationswoche einbauen. Heißt nicht gar nicht laufen, sondern da könntest du sagen, also in der 4. Woche laufe ich vielleicht nur 2-mal und vielleicht laufe ich da auch gar nicht, sondern mache einfach nur mal 30 bis 40 Minuten im strammen Spaziergang. Belaste dich auf jeden Fall, aber belaste dich deutlich weniger als in den vorangegangenen 3 Wochen. Um dann in der 5. Woche wieder da einzusteigen, wo du in der 3. Woche aufgehört hast. So, 5., 6., 7. Woche werden wieder gesteigert. Und in der 8. Woche, und das habe ich versprochen und das kann ich halten, wirst du spüren, wow, da hat sich was getan. Und dann wirst du, wenn du diese Minuten immer weiter gesteigert hast, wirst du in der Lage sein, 2x15 Minuten zu laufen und dann an dem Wochenende sogar 30 Minuten am Stück durchzulaufen. Mein Vorschlag, du gehst jetzt raus, fängst an mit der ersten Einheit, probierst es aus und damit wirst du zum Läufer. Ich bin gespannt.